Ve de aranıyor. Bunların geri verilmesi ve iadesi konusunda Almanya'nın adımı olacak mı? Bu gelecekteki adımlarınız ne olacak Almanya tarafı olarak? Wir sind genauso dem Kampf gegen den Terrorismus und auch gegen alle Rechtsverletzungen verpflichtet, wie das die türkische Regierung auch erwartet. Jedes Land tut das. Wir tun das in Deutschland auch. Wir können aber nur dann vorgehen, wenn wir natürlich Erkenntnisse darüber haben. Und solche Erkenntnisse werden dann auch von den Gerichten bewertet. Wir haben in Deutschland einige Gerichtsbeschlüsse, die zum Beispiel auch Auslieferungen unter bestimmten Bedingungen nicht möglich machen. Das haben wir heute gesprochen. Unsere Justizminister werden hier auch noch mal weiter reden. Aber das, was Gerichte bestätigen, das ist das Ergebnis einer unabhängigen Prüfung. Und die werden wir und haben wir respektiert. Und ich habe darauf hingewiesen, dass mir auch sehr wichtig ist, dass wir gerade jetzt auch keine falschen Entwicklungen haben, wenn es zum Beispiel auch um die Imame geht, die im Rahmen von DITIB in Deutschland arbeiten. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass es dort Bespitzelungen gibt, sondern der deutsche Rechtsstaat geht gegen Rechtsverletzungen vor. Und darauf kann sich die Türkei verlassen. Und das geschieht in den bewährten Formen der Demokratie. Şimdi tabii burada özellikle bir şeyi vurgulamam lazım. Çünkü halkım da bu konuyu yanlış anlamış olabilir. Bir İslamist terör ifadesi ki bunu aslında ben Sayın Şansölye'ye de anlattım. Bakın İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam'la terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu o dinin mensuplarını üzer. Yani burada biz DAEŞ terör örgütünden dolayı kalkıp İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Yani bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız. Sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben şahsen bir Müslüman olarak, bir Müslüman Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. Şu anda dünyada DAEŞ'e karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Herkes işin lafında ama biz ise buna mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.